Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen God-Mode-Glitch zeigen, beziehungsweise einen God-Mode-Pile-Up-Glitch, Leute. Wie das Ganze funktioniert, ist sehr einfach und ihr seht, die Zombies versammeln sich alle an einem Punkt und ihr könnt locker easy auf Headshots gehen. Ich zeige euch jetzt, wie dieser Glitch funktioniert. Und zwar, Leute, braucht ihr hierfür erstmal einen Kollegen und eine Affenbombe. Euer Freund, beziehungsweise der nicht der Host ist, der wirft die Affenbombe in die Luft. Und während die Affenbombe noch in der Luft ist, vor der Landung, pausiert der Host das Game. So, nun verlässt euer Freund das Spiel. Und wenn er das Spiel verlassen hat, dann werden sich die Zombies auch alle an diesem Ort versammeln, wo die Affenbombe landen würde. Wie ihr seht, hat mein Freund jetzt das Game verlassen und die Affenbombe ist hier. Diese Affenbombe wird noch einmal in die Luft gehen und bleibt dann für immer dort liegen, Leute. Das heißt, alle Zombies, die ab dieser Runde kommen, wo ihr den Glitch macht, werden sich hier versammeln. Bis auf die Boss-Zombies, Leute. Die Boss-Zombies, die sehen euch noch und werden euch angreifen. Aber der Rest, der versammelt sich hier. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr den Glitch macht, Leute, dann aktiviert vorher erstmal den Strom. Weil wenn ihr den Glitch erstmal gemacht habt, dann werdet ihr keine Zombies mehr haben, die zu den Reaktoren kommen. Also könnt ihr die Reaktoren auch nicht aufladen. Noch eine kleine Info, Leute. Dieser Glitch ist permanent. Selbst wenn ihr noch eine Affenbombe werfen solltet, das wird nichts dran ändern und die Zombies werden trotzdem dort stehen bleiben, wo die erste Affenbombe hingeflogen ist. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und falls noch irgendjemand Fragen von euch hat, Leute, ihr könnt gerne meinen Discord joinen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.